Einen wunderschönen guten Abend und welcome to the 12. oder 13. Ausgabe von Stanley's Pub Talk. Letztes Mal, ich hatte in meiner Sendung die Oberbürgermeister. Und dieses Mal, ich habe die Obermanager hier von 96, Mr. Horst Held. Welcome to the Sendung, Mr. Held. Vielen Dank. Ja, du bist jetzt in Hannover seit 7. März letztes Jahr. Und du bist nicht wie Mourinho. Hast du eine Wohnung hier oder wie ist das? Ich habe eine Wohnung in der List. Gefällt mir sehr gut, der Stadtteil. In der Tat, jetzt bald sind es 2 Jahre. Und mittlerweile, muss ich sagen, fühle ich mich auch sehr angekommen und auch zu Hause. Ja. Und ja, aber viele Leute kennen dich nicht so. Du bist keine Ghost hier. Ne? Du hast 2-mal versucht abzuhauen, die Jungs sagen. Aber jetzt, du bist hier. Aber Mourinho lebt in einem Hotel, aber du hast eine Wohnung. Aber deine Frau wohnt in München. Und das ist, ich finde, erstaunlich. Eine Rechtsanwalt in Familienrecht. Wie ist das, mit so einer starken Frau zusammen zu sein? Ist sie keine Dominante oder ist sie ein lustiger Mensch? Ich glaube, sie hat viele Facetten, die interessant sind. Ich glaube, als Anwältin muss man auch vieles liefern. Sie ist sehr, sehr tough, aber auch sehr lustig, ein sehr angenehmer Mensch. Ich glaube, der Beruf beinhaltet halt auch, dass man viele Entscheidungen treffen muss. Familienrecht, da muss man immer aufpassen. Ja, ich weiß, ich habe das auch gedacht. Hast du einen Vertrag gemacht? Nein, habe ich nicht. Da muss man schon aufpassen. Aber das ist ihre Leidenschaft und deswegen macht sie das schon seit einigen Jahren. Ich finde es auch gut, dass du gibst deiner Frau Freiraum, beiderseitig. Und du hast auch ein Kind, oder? Ja. Junge. Ja, 8 Jahre. Wie ist das denn für dich? Das ist schwierig, ja, weil in meinem Beruf ist es nicht immer ganz so einfach, in der Tat, weil man nicht wirklich vorausschauen, planen kann, wie lange man an einem Ort ist, selbst wenn man das will, entscheiden, wie bei vielen, auch bei mir, andere dann über eine Zukunft. Unser Lebensmittelpunkt ist halt deswegen einfach München, weil meine Frau Münchnerin ist, mein Sohn ist in München zur Welt gekommen. So, he geht auf die Schule da. Er geht auf die Schule. Und das war bis vor 2 Jahren war es noch easy, weil er dann im Kindergarten war. Aber jetzt ist Schule und Schulpflicht und das ist alles nicht so einfach. Aber wir kriegen das ganz gut hin. Ja, es ist auch ganz schön schwer als einem Fußball, keine Manager, Spieler, Trainer, als Stevie Cherundolo hat er neue. Vertrag und 6 Wochen später auf Wiedersehen und ja, wir haben ihn noch hier, weil damals der Wechsel von Hannover nach Stuttgart recht plötzlich ging, ja, ich weiß. Haben wir ihn hier dann bei dem Heimspiel gegen Stuttgart verabschiedet, haben ihm noch einen Blumenstrauß gegeben. Ich habe das auch gesehen, aber der Tag danach, 7:45 morgens, ja. Aber das ist das Ding im Fußball. Das ist das Business, ja. Ja, sieben abends, ja, wir sind voll Vertrauen mit dem Trainer und 7:45 morgens, du bist raus. Aber ich finde, das ist auch witzig, weil er hat eine neue Wohnung eingerichtet und so weiter und so fort. Ne? Aber das weiß jeder. Jeder, der den Job ausübt, egal ob als Trainer, als Manager, der kalkuliert das mit ein. Das ist ehrlich? So, stehst du auf und denkst jeden Tag, ich laufe auf dünner Eis oder was? Nein, das nicht, aber man muss das, man weiß, dass das nie ein Job ist, der an einem Ort auf ewig ausgerichtet ist. Das ist heutzutage, finde ich, sowieso schwierig, aber auch im Fußball ist das so. Und es ist ja freiwillig gewählt, sowohl von Steven als auch von mir und vielen anderen halt auch. Deswegen muss man sich nicht beschweren und beklagen, wenn das dann mal so kommt, dann ist das so. Das ist nicht schön, aber anderen geht es ja auch so. Oder schlechter. Ja, ja. Und was ich sagen wollte, du bist ein ausgebildetes Automechaniker, ne? Ja. Und, dein Auto kannst du mir nicht anvertrauen. Ehrlich? Nein, das funktioniert nicht. Was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto. Ich glaube nicht, dass du die Marke kennst. Das war ein Simca. Sagt dir das sicher. Was? S-I-M-C-A. Genau. Das war mein erstes Auto. Ja. Selbst bezahlt und selbst finanziert. Ja, das war aber auch schnell wieder weg. Und, aber ja, ich habe die Lehre gemacht. Und für das Leben war das absolut hilfreich. Ich kann das vorstellen als Fußballmanager, ne? Weil du brauchst das Getriebe, die Verteidigung, die Bremse, du hast die Angriffe. Ne?
Nicht dafür, sondern eher für das Leben. Ja. Ich meine, du hast etwas erreicht, du hast etwas hinter dich. Ich finde das gut. Ja. Wie lange, also sowieso in die alten Schule, das war in den 70er Jahren, wenn ich es immer noch von der Meister auf der Finger, ich kann mir das vorstellen, du bist dann schön auf der Rhein geboren und dann du bist eine Kölner gewesen. Ne? Ja, genau. Und wie war der Trainer, wenn du bist, die hast angefangen da in. Wie alt bist du jetzt? Du bist 69 geboren. Genau. So, du bist ungefähr 17 Jahre alt da oder sowas. Und 1980 rum musst du gewesen sein. Genau. Das war, ja, ich habe viele Trainer erlebt. Ich bin dann beim 1. FC Köln, habe ich in der Jugend angefangen. Das war so die erste große Station. Und dann bin ich da 1990 zum Profi geworden. Vorher war ich 5 Jahre, also 85 bin ich nach Köln gewechselt. Und das war alles schon damals professionell. Ich bin abgeholt worden von zu Hause, also man hat sich schon um die um Jugendliche gekümmert. Das ist heute alles viel besser, aber das waren so die Anfangszeiten. Und da musste ich jeden Tag 30 Kilometer fahren und es war nicht einfach als Jugendlicher. Ja. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, aber wenn du willst eine Profi werden, heute ist der Tag, das ist 1 in 1000 wird Profi, oder? Ja. Was ist ihr Verhältnis? Okay, und ich habe auch gelesen, du hast eine ganz schlimme Sache passiert, wenn du hast gespielt oder du hast einen Einbruch gehabt in dein Haus. Zweimal? Ja. Das ist, like, ich habe das in Großbritannien oft gelesen, wie sie warten, dass die Spieler sind schön auf Tour oder die wissen ganz genau, du bist draußen und whack, die sind in der. Ja, das ist zweimal passiert in Düsseldorf, als ich da gelebt habe, 6 Jahre, habe ich auf Schalke gearbeitet und habe in Düsseldorf gelebt und zweimal ist bei mir eingebrochen worden. Beim ersten Mal, wenn man das noch nie erlebt hat und das kann man auch nicht empfehlen, dass man diese Erfahrung machen sollte. Das ist alles aus London genommen oder was? Na, ich glaube, dass ich sie überrascht habe, weil sie haben ganz alle Schränke aufgemacht, aber sie haben beim ersten Mal nichts mitgenommen. Ja, und ja, ich glaube, dass ich das wirklich, es kann nicht anders sein, als wie dass ich sie überrascht habe, weil ich. Hat es Sachen ausgelegt, was die wollte mitnehmen oder? Es war. Oder hast du ein dunkles Geheimnis? Nein, habe ich nicht. Aber sie waren, es hat nicht viel gefehlt. Ja, also Wertgegenstände waren vorhanden und es war aber ganz skurril und auch wirklich, man ist dann. Ja, ich kann das vorstellen. Peinlich berührt, dass man in den Privatsachen rumgewühlt wurde. Und zwischen dem, wo ich das entdeckt habe und bis die Polizei gekommen ist, das hat 1 Stunde gedauert. Und dann hatte ich das Gefühl, da war Verbrecher da oder so? Genau. Und, dann ist die Polizei gekommen, dann ist sie durch die Wohnung gegangen, da war aber natürlich kein Einbrecher mehr. Und dann geht die Polizei wieder und dann kommt eine andere Abteilung der Polizei, um den Fall dann aufzunehmen. Das dauert aber wiederum zwischen dem Erstbesuch der Polizei und dem zweiten hat das nochmal 2 Stunden gedauert. Also du bist in deiner eingebrochenen Wohnung ganz alleine. Und ich kann es nicht berühren. Darfst nichts berühren und hast immer Angst, die kommen vielleicht gleich wieder. Also es ist ein ganz komisches Gefühl. Und am Ende habe ich dann auch da übernachtet, weil die gehen dann auch wieder. Und die sind über meine Terrassentür eingebrochen, die war auf, war kaputt und das war eine komische Situation. Und einige Wochen später hatte ich den zweiten Einbruch und dann war es schon Routine, was auch nicht gut ist. Aber dann war es so, oh scheiße, jetzt sind sie schon wieder eingebrochen, halt, aber man ist anders mit der Situation umgegangen. Dann haben sie richtig mitgenommen oder was? Ja, viele Sachen, ja. Aber hast du in der Zwischenzeit kein Security, kein System eingebaut? Oder gedacht, oh, passiert jetzt nichts zweimal? Ich bin dann umgezogen. Hab dann eine andere. Ja, ich habe dann gedacht, das ist nicht mehr, da fühle ich mich nicht mehr zu Hause und habe dann eine andere Wohnung angemietet. Eine neue Wohnung eingebaut. Ja, genau, eine neue Wohnung. Ja, ich möchte nicht so leben, dass ich, ich glaube, das möchte ja keiner, dass man permanent Security einbaut oder um sich herum hat. Ich möchte ein normales Leben haben. Ja, ein normales Leben haben, wie jeder andere auch. Und wie ist es bei dir? Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Zu Hause, du hast keine jetzt Security System.
Doch, habe ich jetzt. Ja. Okay, da, ja, total wack. Ich kann das auch vorstellen, weil ich habe das wirklich gelesen, wie oft Fußballers, Villas und sowieso ja. In Fußball in Großbritannien. Ja, ja, und da ist Stevie, es auch häufig. Ja, Stevie war auch eingebrochen, aber nicht in diese, in dieser alten Wohnung. Hier in Hannover. Hier in Hannover. Ja, das ist nicht schön. Also kann ich nicht empfehlen. Ich kann das nicht empfehlen. Und kennst du eigentlich Yves Eigenrauch? Natürlich. Und wie findest du, Yves Eigenrauch ist eine Schalke Legende. Legende. Er hat blonde Haare und er trägt diese komische avantgardistische Brille. Und er hat ein Superspiel gegen Ronaldo gespielt, mit der Schalke ja. Gegen Real Madrid. Und er war ganz witzig, weil ich ihn betreut, weil er ist ein Künstler auch. Ne? Genau, er hat auch geschrieben, ja, er hat gemalt. Genau, ja. Ja, und ich hatte ihm. Und wie ist das denn, wenn du gehst jetzt zurück, dieses Wochenende, wir reden hier einen Tag oder ein paar Tage vor dem Schalke-Spiel, wie ist das, wenn du gehst zurück nach Schalke, auf Schalke? Mhm. Wie ist das für dich da? Ja, das war eine sehr intensive Zeit. Ich war 6 Jahre da, eine wunderschöne Zeit und natürlich freue ich mich, wieder zurückzukommen. Habe da noch viele Bekannte und Freunde im Verein und auch viele Leute um den Verein herum. Deswegen freut man sich und es ist, glaube ich, immer glaube ich, gut, wenn man sich auf was freut und auch man gerne zurückkommen kann, wenn die Leute sich auch freuen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, jetzt geht es um 96, jetzt geht es darum, möglichst viele Punkte mitzunehmen aus Schalke und das ist mein Bestreben und das ist meine Aufgabe und dafür will ich versuchen, mein alles Mögliche da hinein zu investieren, was möglich ist. Ich freue mich, aber natürlich wünsche ich mir, dass wir 3 Punkte ja, mitnehmen. Das wünschen wir alle. Ja. Und ich würde gerne wissen, du hast auch da mit André Breitenreiter geholt, oder? Ja. Und wie ist das gekommen, dass er es 2-mal in deinem Leben aufgetreten ist? Das sind schon öfters Menschen, öfters in meinem Leben. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe damals in meiner Verantwortung auf Schalke einen neuen Trainer gebraucht und dann war André Breitenreiter sehr erfolgreich mit Paderborn, junger, dynamischer Trainer. Und ich war der festen Überzeugung, dass er der richtige Trainer für Schalke ist. Dann ist das auseinandergegangen zwischen mir und Schalke und später hat der neue Manager dann halt auch sich von André getrennt. Ja. Ich bin dann nach einer gewissen Zeit ohne Job dann bei Hannover gelandet und auch da hatten wir die Situation, dass wir einen Trainerwechsel vornehmen mussten. Und André ist Hannoveraner. Ich kannte ihn, habe ja mit ihm zusammengearbeitet und war fest und bin fest überzeugt, dass er der beste Trainer für Hannover 96 ist. Deswegen habe ich ihn angesprochen und er war sofort Feuer und Flamme, hier in Hannover zu arbeiten. Und ich glaube, von dem Tag an, wo er hier ist, ist das auch eine einzige Erfolgsgeschichte mit ihm als Trainer. Und ich bin sehr froh, dass wir ihn im Verein haben. Und wenn was gut ist und in der Vergangenheit gut war, dann spricht nichts dagegen, das zu wiederholen. Ja, du kannst ihm wirklich vertrauen, wie dein Zwillingsbruder Gary. Ja, genau. Wie lange, Gary, was ist Nachname, Gary? Zuba ist der Assistant Manager, ich würde so sagen. Genau, ne? So kann man sagen. Und er ist gleich dein Zwillingsbruder. Ne? Wo du laufst, er laufst 2 Meter. Ja. Und wie lange kennst du ihn denn? Weil das ist dein großes Vertrauen bei 96, oder? Genau, das ist meine absolute Vertrauensperson. Wir arbeiten jetzt schon einige Jahre zusammen. In Salzburg und so, ne? Kennengelernt haben wir uns in Graz, als ich damals da Fußball gespielt habe. Ja. Hat er da auch Fußball gespielt habe ihn dann in der Stadt kennengelernt. Und habe ihn dann später mit nach Stuttgart genommen. Also ich weiß jetzt nicht mehr, muss ich mal kurz rechnen, 10, 11, ich denke mal jetzt seit fast 15 Jahren kennen wir uns und arbeiten seit 12, 13, 14 ja, Jahren zusammen. Ist die wichtige Sache, dass du als ein Assistant Trainer, dass du kannst austauschen, ja. Dass du kannst in das Zimmer gehen und sagen, das ist scheiße. Und, genau. Der Blitzableiter im Grunde genommen, ne? Ja, ich glaube, man braucht immer eine absolute Vertrauensperson. Also das ist nicht kaufbar bei Fußball, ne? Nein, ist nicht kaufbar, weil Loyalität ist schon extrem wichtig. Ja.
natürlich auch im Fußball. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man solche Personen um sich hat, die einem auch sagen, wenn was nicht gut ist, ja. die aber auch, dem man 100% vertrauen kann. Und da habe ich mit Gary einen Mann an meiner Seite, dem ich das zu 100%, dem ich zu 100% vertraue. Wenn du wohnst in der List, ne? Ich muss dir grüßen von der Zeitungsladen, weil die in der Budecker Straße, der gibt sein, Petra, der ist immer bedienstet. Sie hat heute Morgen gesagt, Horst Held war nicht da für das Marlboro, aber er soll ihr grüßen aus dem Zeitungsladen. Ja, vielen Dank. Das sind Hannoveraner, das sind 96. Ja, alle 96, die ganze Straße. Ja. Es ist ganz witzig, du wohnst in Hannover, gehst du eigentlich spazieren? Kannst du das tun ohne Horst Held? Oder ist das, wie ist das für dich? Ich glaube, ja, das kann ich. Also, da gibt es manche Leute, die kann aggressiv werden, oder? Nein. Also habe ich bisher noch nicht erlebt, aber klar, wenn man man muss immer mit allem leben und mit allem rechnen, dass Leute, wenn man erfolgreich ist, einen beglückwünschen, dann tut es einem gut. Ja, ich weiß. Wenn es nicht gut läuft, dann kritisieren sie einen und dann nehmen manche Leute sich auch den Mut zu nehmen und kritisieren einen persönlich. Das ist auch in Ordnung, das gehört dazu. Ich fühle mich sehr wohl in der List und ich gehe da sehr oft essen. Es gibt gute Restaurants, schöne Restaurants in meiner unmittelbaren Gegend. Also ich kann mich frei bewegen, aber das ist ja auch, denke ich, normal. Wie oft fährst du zurück zu Hause denn? Selten. Kannst du, dauert es nur 2 Stunden mit dem Flugzeug, oder? Ja. Eine anderthalb. Ja. Aber ich denke so alle 14 Tage mal. Ja. Ja, das ist schwierig. Gut für den Kid. Bist du, macht ihr immer Skypes jeden Abend? Ja, genau. Das unter anderem. Ja. Okay. Right, wollte ich jetzt sagen, jetzt kommt die nette Seite, ist jetzt weg. ich hatte die Woche am Montag 2,5 Stunden mit Frank hier durch die Stadt gelaufen, weil ich habe auch eine Teil. Ich bin ein Mitglied von der Club der Roten Dichter. Da ist eine H1-Sendung über 96 und am Montag. Mhm. Und die Frage war, ist Anton reif genug, der Kapitän von 96 zu sehen? Ich habe dich aufgeregt sehen und rumflippen wie eine Wespe in einer Glas da nach der Elfmeter und die Videobeweis gegen Augsburg. Mhm. Aber der Unterschied war, ich habe das ganze Spiel gesehen, dass der Kapitän von Augsburg was immer auf der Schulter von der Referee. Und wenn du guckst, das ganze 30 Sekunden, vorher geht's zu das Ding, er sabbelt dieser Typ voll. Und ich habe vermisse, vielleicht Waldemir ist ein ganz junger Superspieler, aber das Abgebrühtheit. Du weißt, wie alt in Lala war früher. Er wird immer vor das Ball, der wird keinen Freistoß geben, bis er war weg. Aber da ist das nicht, diese Intensität und Kommunikation zwischen der Kapitän und der Schiedsrichter. Weil ich glaube, das wird niemals, wenn Norma das Fernsehbeweis war, nicht da, es wird altmodischer Fußball gewesen. Abgehakt, fucking Game, Entschuldigung, beep, es wird weitergelaufen, ihr weißt, ne? Ja. Aber wie ist deine Meinung? Findest du, dass er ist wirklich das Mensch, du brauchst jetzt in das Abstiegskampf als Kapitän? Ich würde es mal so erklären. Ich glaube, natürlich ist Waldemar Anton mit 21 Jahren ein Spieler, der noch nicht fertig in der Ausbildung ist. In vielerlei Hinsicht. Ja. Das ist aber auch normal. Mit 21 weiß ich nicht. Ich bin auch so. Jetzt ist wie Yellow Sex. Ne? Ja. Und 21, ich weiß nicht, was 38 ist. Ne? Genau. Und dann, das ist ja bei jedem so. Und natürlich auch bei einem Fußballspieler. Aber der. Die erste Frage ist, wäre die Alternative gewesen? Damit geht es schon mal los. Wenn man Alternativen hat oder sich Alternativen ausmacht, dann kann man wählen. Es kann aber auch eventuell sein, dass man aus Gründen, die unterschiedlich sind, keine wirkliche Alternative hat. Mhm. Zum Beispiel ein Torhüter macht keinen Sinn als Kapitän zu machen, dauerhaft, ja, weil er einfach zu weit weg ist und in seinem Tor steht. Lange Rede, kurzer Sinn, natürlich ist Waldemar Anton noch nicht perfekt, aber den Mehrwert und diese Zeit,
die er jetzt erfährt, diese Verantwortung mit dem Kapitänsamt, das wird ihn viel stärker machen und es wird ihn viel schneller reifen lassen. Und da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Er hat und genießt unser absolutes Vertrauen und wir sind überzeugt, dass er das machen wird. Natürlich ist es nicht perfekt, aber er ist ein Spieler von 96. Ja, er ist ein Spieler aus der von der Akademie. Ja. Ich glaube, er hat es verdient, dass wir ihm Vertrauen geben und schenken und ihm auf diesen Weg begleiten. Right. Wie finde ich das System der und Mr. Tarnat in die Akademie? Bei der Jugend und bei U23. Ihr macht das eigentlich ganz gut, oder? Sehr gut. Und es wird noch eine Zeit lang dauern, aber es ist jetzt schon erkennbar, dass wir Fortschritte gemacht haben in der Akademie. Die U19 von uns spielt eine gute Rolle. Die U23 ist auch gut positioniert in der vierten Liga. Mhm. Und natürlich ist es unser vorrangiges Ziel, Spieler da gut auszubilden, damit sie oben bei den Profis landen. Ja, ich meine, du hast jetzt, ich bin da oft. Ja. Ich finde, wie die ganze Akademie ist jetzt aufgebaut, ist total perfekt. Du weißt, das Essen, Trinken, alles ist da perfekt. Genau. Perfekte Tradingsbedienung. Ja. Und das ist früher nicht gegeben. Nein. Und ich finde, dass wir müssen auch ein bisschen Geduld haben, like 10 Jahren oder so, dass in 10 Jahren das jetzt wirklich 2 gute Spieler pro Jahr kommen von der Akademie. Das ist das Ziel und das ist auch die Sinnhaftigkeit einer Akademie, dass man ausbildet, um die eigenen Spieler nach oben zu transportieren. Und das ist ein Prozess, der dauert. Ja, man kann das nicht anfangen und erwarten, dass dann in einem halben oder in einem Jahr erkennbare, dauerhafte Entwicklung sich vornimmt, sondern das ist ein Prozess. Man muss viel Zeit investieren, viel Know-how und natürlich auch viel Geld investieren, damit sich dieser Bereich halt auch dementsprechend lohnt. Ja, das ist ein Problem heutzutage, wenn einer kommt und sagt, du kannst 50.000 Euro mehr bei mir verdienen, dann ist so auch das Poaching heißt das, ne? Wie, Manja ist auch das Superstar-Moment. Ich finde es schade, er ist jetzt verletzt, aber ich finde ihn auch ganz gut. Ist der kleine Sané von Manchester City. Ja, ich kenne ja Sané, Leroy, der Schalke. Was ist wirklich das? Ich finde es ein bisschen komisch, dass er ist 21, oder? Mhm. Er ist eine 10 Jahre alte Frau oder sowas. Ne? Das ist total strange, weil in Manchester, die hat über das gesprochen, ist das Grund, das Riesentheater mit Sané bei Manchester City, die Frau. Ja, das glaube ich nicht. Ja, aber es ist egal jetzt. Aber das Ding ist, wenn du so einen Superstar wie Sané, wie behaltest du so einen Kid? Wenn einer kommt, wenn Mané jetzt wird richtig super, am nächsten Jahr einer kommt und sagt, es ist 10 Millionen für ihn, weil es ist eigentlich gar nichts heutzutage. Ja. Ne? Und würdest du ihn laufen lassen? Nein, noch nicht. Aber es ist auch klar, und da darf man keine Angst vor haben, und das ist auch eine realistische Einschätzung. Ein Spieler, der so eine Qualität hat wie Linton Mayner oder früher bei Schalke Sané oder wir haben auch Bebou oder andere Spieler, das sind außergewöhnlich gute Fußballspieler und die werden irgendwann auch mal den nächsten Step machen wollen. Ja, ich weiß. Ja? Und dann ist es einfach die Aufgabe, sie adäquat zu ersetzen. Das ist nicht einfach, aber natürlich sie halt auch dahingehend zu begleiten und ihnen halt auch die Möglichkeit einzuräumen. In der Position sind wir als Hannover 96. Wir sind ein Ausbildungsverein. Ja, wir profitieren einige Jahre von Qualität und auch von außergewöhnlicher Qualität. Und dann werden die Spieler, es ist leider Gottes so, den nächsten Step machen, ja, bei einem nächstgrößeren Verein. Und darauf muss man sich einlassen und muss das nur bearbeiten. Und ich glaube aber, dass das möglich ist und ich bin fest überzeugt, dass das auch seinen Reiz hat. Ja, wir haben jetzt bald wieder eine internationale Pause. Ne? Ja. Nach 2 Spielen, wo wir gut gespielt haben und schon wieder war es zu Anfang der Saison, dann hat das Bremse und das stotte immer, weil nur einer ist schon wieder, wie soll ich das sagen? Ein Spiel ist ein National Freundschaftsspiel und die eine ist von der komischen Liga. Ja. Findest du das, viele Managers finden diese Spiele überhaupt überflüssig? Absolut, ich auch. Auch schon oft kritisiert,
Aber am Ende entscheidet die FIFA, die UEFA oder wer auch immer, entscheidet über solche Themen, die einfach zu viel sind. Und der Ablauf ist nicht korrekt, weil es geht ja nicht nur um die... Entschuldigung, wie finden Sie denn die like, Kick-Off-Times jetzt auf einmal? Finden Sie die Kick-Off-Times in Deutschland okay? Ich finde sie die Montagsspiele, die müssen wir abschaffen. Diese Bewegung wird sich auch, das wird sich auch dahin bewegen. Ich habe das damals mitentschieden, aus sportlichen Gründen. Es ist kein finanzieller Mehrgewinn für die Vereine. Es hatte rein sportliche Gründe. Aber es funktioniert nicht in Deutschland und deswegen muss man sich auch eingestehen, dass es eine falsche Entscheidung gewesen ist. Und jetzt gilt es, die in der nächsten Fernsehvergabe wieder zu verändern. Das ist auch das Bestreben aller, dass das wieder verändert wird. Like in Großbritannien gibt es jetzt der wunderbare Samstag 12:30 Uhr. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir das, welche Zeit am besten ist, sind die Zeiten, die für alle akzeptabel sind und vor allen Dingen auch für Fans akzeptabel sind. Und so, you bist pro Fan, nicht pro Sky? Ich bin pro Fußball. Ich auch. Du hast letztes Jahr wirklich ein schlimmes Jahr gehabt mit Boykottieren. Ja. Now, ich bin Mitglied UK Supporters Club, Hannover 96. Und ich muss sagen, ich war total enttäuscht mit dem Boykott. In dieser Art und Weise. Liverpool, Cardiff und tausend verschiedene Mannschaften haben auch das getan, aber nicht in den 90 Minuten, wenn das Mannschaft ist gespielt. Wenn wir sind 1-0 hinten gegen Köln, der ist letzter und das ist wie ein Totentanz. You kannst nicht vorstellen, wie wütend ich war. Wo ist dein Herz? Du kannst das vor hier und nachher deine Theater machen. 100% okay, aber nicht. Das ist für dir eine Sache. Ich habe richtig. Das müsste dich auch irgendwie eine Bein zwischen der Beine gestellt. Nein, es war nicht schön und ich bin jetzt sehr froh, dass das wieder. Du bist top gegen Augsburg, du kannst nichts sagen. Nein, das ist jetzt in dieser Saison wieder top und das brauchen wir auch. Das fand keiner schön, aber ich muss auch verstehen und akzeptieren, was der Grund gewesen ist. Und deswegen habe ich auf der einen Seite natürlich Enttäuschung empfunden, weil ich genauso denke, wie du das beschrieben hast. Auf der anderen Seite gilt es aber auch in der Verantwortung, das zu respektieren und auch sich darüber Gedanken zu machen, warum das so ist und sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube auch, dass das zur Verpflichtung dazugehört, warum das so ist. Und deswegen haben wir immer gesagt, dass es schade ist, aber dass wir diese Entscheidung respektieren. Und ich denke, dass wir jetzt allerdings auch wieder alle den Support haben, der uns der wichtig ist und der auch allen Spaß macht. Ja. Die andere Sache ist jetzt mit dem Abstiegskampf. Hier, wir sind in der Dublin Inn und direkt daneben ist eine riesen Hochzeit in das Standesamt und alle Leute jubeln. Hochzeiten sind immer schön. Normalerweise müssten wir uns jetzt zu den Hochzeitsgästen mischen. Ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen traurig hier manchmal. Die wissen, der sagt das 20 Jahre später. Aber das ist egal, wir gehen jetzt zurück zum Fußball. Ja. Jetzt wir haben das Problem, wie gesagt, wir haben jetzt die Pause, jetzt dann kommen 4 Spiele und dann die Winterpause. Glaubst du, Deutschland braucht die Winterpause noch? Ich finde es spannend, darüber nachzudenken, wie es in England abläuft. Ich weiß nicht, ob das für Deutschland machbar ist, aber der Boxing Day in England, der wird... Das ist wirklich... Ich habe jetzt Karten für die erste Januar Cardiff. Ich bin aus Cardiff gegen Tottenham. Und das 22 Cardiff-Spiel gegen Manchester United, aber das ist leider ausverkauft. Mhm. Aber ich finde, das ist... Wenn du guckst dieses Woche an, Montag hat Tottenham gegen Manchester City gespielt. Und heute Abend spielt Tottenham gegen Fulham in der Pokal. Und am Sonntag, die spielen wieder.
Ja, und du erwartest, und du spielst dann mit so richtig Top-Class-Leute. Ja, ja. Und ich denke manchmal, glaubst du wirklich, dass die deutsche Mannschaften konnte sowas mitmachen? Oder ist das die Qualität der Spieler an deinem Kader? Nein, ich glaube, dass das auch durchführbar ist in Deutschland. Die Frage ist, ob das in Deutschland auch angenommen würde. Glaubst du, dass am 26. Dezember die Leute hier ins Stadion gehen würden, wie in England? Ich weiß es nicht. Ich komme schon von, wie das, das ist Tradition. Du kannst das nicht aufbauen. Es ist wie wenn auf einmal Montag spielen oder du weißt nicht. Ja, Montag spielen oder sowas. Oder die 12:30 Kickoffs Chelsea gegen Manchester United. Es ist nur, dass die wollen, die Leute gehen in die Kneipe, saufst dich einer vor, die gehen in ihr eigenes Spiel. Da ist das Ding. Aber ich meine, du kannst nicht auf einmal die Bundesliga machen. So, das würde nicht. Oh. Erst du hast die Kirche dagegen, dann du hast die Muttis dagegen. Und dann fängt es an. Aber ich meine trotzdem, ich finde, vielleicht du hast like paar Tage über Weihnachten, du spielst nicht. Aber die 6 Wochen Pause ist total überflüssig, wenn du hast solche Heizung. Das Klima ist wirklich nicht kalt hier nicht mehr. Nein, ich glaube auch, das spricht überhaupt nichts dagegen, sowas durchzuführen. Warum das noch nicht verändert wurde, hat sicherlich nichts damit zu tun, dass man das nicht will. Ich glaube, sowas geht nur, darüber nachzudenken, wenn alle das wollen. Wenn Vereine, Spieler, Manager, Trainer und Fans das für gut befinden. Ich weiß, alles gut. Ja. Okay, nächste Frage. Was ist deine Beziehung mit Karl-Heinz Rummenigge? Was ist der? Du bist alt, 1860 Spieler. Mhm. Und hast du gegen Rummenigge oder wie ist das mit ihm als Manager, wenn du gehst zu einer von diesen Konferenzen, wie ist Herr Rummenigge drauf? Ach, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, weil wir uns schon lange kennen. Er ist ja ein Urgestein der Bundesliga, erfolgreicher Spieler gewesen und seit Jahr und Tag Verantwortliche von Bayern. Und ich mache das jetzt auch schon so lange im Fußball. Wir haben nicht gegeneinander gespielt, weil er dann ein bisschen älter ist und seine Zeit war vorbei und dann begann meine Fußballzeit. Aber wir haben uns natürlich in der Zeit, als ich bei Spieler bei 60 war, da war immer heiße Derbys, als wir noch zusammen in der Bundesliga gespielt haben. Das war ganz elektrisierend für die Stadt und da hat man natürlich keine guten Freunde gehabt bei Bayern München. Ja. Aber mittlerweile ist das Verhältnis sehr, sehr gut. Und wie hast du das gefunden, der Pressekonferenz? Die berühmte Pressekonferenz? Berühmte Pressekonferenz. Ich glaube, in der Sache legitim, darüber zu reden, in der Ausführung grenzwertig. Ich glaube, da haben viele Leute auch berechtigterweise Kritik geäußert. Damit muss man dann leben, wenn man eine Pressekonferenz so abhält, dass man halt auch dann mit der Meinung konfrontiert wird. Es steht mir nicht zu, das zu kritisieren. Ich hätte es nicht gemacht. Aber das ist die Entscheidung derer gewesen. Ich glaube, dass das hätte man anders und besser machen können. Well, leider, wir haben keine Zeit mehr, aber ich würde dich gerne nächstes Jahr nochmal einladen. Gerne. Und wir reden ein bisschen mehr über. Wie reden wir mal über deinen Papp hier. Oh nein, das ist das letzte Mal jetzt hier. Oh, okay. Wir gehen jedes zweimal zu einem Pub und dann finden wir einen neuen Pub in Hannover. Okay. Und dann ist ein neuer Ambient, neues Gefühl. Und ich hoffe, 96, diese Zeit in Januar, Februar, wenn ich treffe uns, wir reden über Platz 8 oder so. Das wäre gut. Das wird gut. Darauf trinken wir. Wir trinken auf 96. Vielen Dank, Horst Held. Und danke auch. Gleich kommt Compass 13. Das ist eine Band aus Rico und Tobias. Die sind aus Hannover. Die hat auch gespielt bei der Aufstiegsfeier. Und die wird singen für uns ein Lied von dem neuen Album. Und das heißt Alphatier. Bis gleich. Bis nach Allah.
bis einer sterben muss wegen all dem Geld. Von oben nach unten, von links nach rechts. Und niemand, der sagen kann, wie weit man noch fällt. Wir sind das, was noch lebt, was noch zählt, auf zwei Beinen. Wir führen den Krieg der Welt, den Krieg der Welt, mit uns zwei. Wir machen, was wir wollen, was wir wollen, ohne einmal zu hören. Ja, wir sind das Alpha-Tier, über dir die Hoffnung geben wollen. Mit dem Kompass im Sturm der Zeit. Keiner, der bei mir ist, noch mehr weit und breit. Alles, was brennt, kann, fängt an zu fliegen. Und alles, was fliegen kann, kommt am Ende auch an. Wir sind das, was noch lebt, was noch zählt, auf zwei Beinen. Wir führen den Krieg der Welt, den Krieg der Welt, mit uns zwei. Wir machen, was wir wollen, was wir wollen, ohne einmal zu hören. Wir sind das Alpha-Tier, über dir die Hoffnung geben wollen. Was noch lebt, was noch zählt, auf zwei Beinen. Wir führen den Krieg der Welt, den Krieg der Welt, mit uns zwei. Wir machen, was wir wollen, was wir wollen, ohne einmal zu hören. Wir sind das Alpha-Tier, über dir die Hoffnung geben wollen. Ja, mein zweiter Gast ist hier. Er heißt Rickus Dickus, Bruder von Schwanzes Longus. Nein, that is a joke. This is Rickus Aschermann. Wenn du bist ein Freund von der Leibniz Bryans, du weißt, wer Schwanzes Longus war. Das ist in Englisch, das heißt, was ist es called? Dickus Rickus oder so. But it doesn't matter, it's wirklich ein wunderschöner Monty Python Film. Aber mein Freund hier, Rickus, ich kenne seit, ich glaube, 16 Jahren. Wir haben uns getroffen im Zentrum am Lindener Marktplatz. Es war immer en vogue, ein Freund vom französischen Radio. Ne? Und er ist verheiratet mit Antje. Sie ist eine Designer-Laden. Und sie haben eine wunderbare Tochter auch. Ne? Ja. Ist sie wunderbar? Oder? Ja, sie ist wunderbar. Sie ist wunderbar. Sie noch ist sie wunderbar. Wunderbar. All right, so welcome, mein Freund, zu unserer Sendung. Ist eigentlich Leben mit Brian sein Lieblingsfilm von dir? Nicht wirklich, aber ich habe ihn natürlich, ich glaube, ich habe ihn 5-6 Mal gesehen. Und, aber als er da war, als ich ihn gab. Ich gucke das immer an. Ja. Ich finde das immer lustig. Was ist eigentlich für dich ein schöner Film? Oh, ich gucke sehr gerne Science-Fiction-Filme, immer noch. Habe ich denn? Früher schon, 2001, Odyssee im Welt. Auch Serien gucke ich auch ganz gerne. Ja. Alles, was mit Science-Fiction zu tun hat. Schon immer, schon seit frühester Kindheit. Ja, ich auch. Ich erinnere mich an Weltspiele-Kino, das gab's, das kennst du, glaube ich, nicht mehr. Da gab es sonnabends immer so eine Matinee, da wurden um 12 Uhr so Science-Fiction und Gruselfilme gezeigt in Schwarz-Weiß. Da war ich aber auch erst so
12, 13. In Großbritannien, Saturday Morning Cinema. Yeah. Und ich bezahle es like dein Taschengeld. Genau, 2,50 Mark. Ja, das war geil. Wir haben das auch in Großbritannien. Das ist bis heute so geblieben. Also nicht, dass ich da jetzt in die Matinee gehe. Was war dein Lieblings? Bist du ein Trekkie oder bist du ein Star Wars? Nee, Star Wars. Star Wars? Ja, ja. Ja, okay. Ist auch immer noch en vogue eigentlich. Ja, es ist immer en vogue. Ich finde das gut, en vogue. Ja, und Rikus ist ein Multitalent. Er ist Besitzer von, würde ich sagen, ein Betreiber von einer ganz tollen Galerie. Und es heißt Scope Galerie in die Feinkunst- und Vereinsgebäude in die Roscher Straße. Und momentan, du hast eine ganz neue Ausstellung da. Ja. Und das ist diese Ausstellung. Und das ist Caroline Harker, ist das Mädchen, oder? Und er heißt Candies. Und du kannst das sehen von der 26.10. bis die 11.01.2019. Ist das jeden Tag auf? Ja, es ist an 4 Tagen die Woche ist geöffnet. Ja. Und dann kann man auch nach Vereinbarung kann man sich das auch ansehen. Ja. Also das ist schon ganz gute Öffnungszeiten. Und wie ist das? Wie bekommst du deine Leute? Oder wie sortierst du das immer aus? Naja, das sind so, auf der einen Seite sind es so Recherchen, die ich betreibe. Ich gucke mir sehr viel an und im Internet, bei Freunden. Ich gucke mir viele Gruppenausstellungen an. Oder ich gehe auch mal in die Hochschule in Braunschweig, wenn da offene Ateliers sind. Und manchmal ist es auch Glück oder Zufall. Es bewirbt sich, also bewirbt ist nicht das richtige Wort, aber ich werde manchmal angeschrieben und von Künstlern. Und dann ergibt sich das so. Also es ist manchmal auch ein bisschen Zufall. Und wenn sich das einordnen lässt, konzeptionell dann und zeitlich, dann mache ich das. Ja, und du hast jetzt einen neuen Ausstellungsraum. Du hast auch in der Kallenberger Neustadt in der Esplanade. Auch, wie lange hast du denn das Scope? Ja, angefangen habe ich 2011. Also da habe ich, eigentlich sollte das nur ein Projektraum für mich sein. Ich bin ja auch Künstler und habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich diese Wände gar nicht füllen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, dann könnte man hier auch Ausstellungen machen eigentlich. Und dann habe ich eine Kollegin gefragt und wir haben dann 2012 die erste Ausstellung gemacht. Und jetzt sind es 35 geworden insgesamt schon. Wie viele Ausstellungen pro Jahr? Damals in dem kleinen Raum noch 4. Ich bin ja gerade erst umgezogen. Jetzt werde ich nur noch 2 machen, dafür aber wesentlich größere, weil die Galerie jetzt hier in der Roscher Straße, die hat 250 Quadratmeter. Da muss man schon ein bisschen genauer überlegen und auch länger planen und deshalb nur 2 erstmal im Jahr. Und dein Hauptberuf ist, du bist eine Coffee-Expert, ne? Hm. Du hast eine Rösterei und eine kleine Coffeeshop. Genau. Wie bist du denn zu, this is what ich wollte auch fragen. Wann war die erste Kaffeemaschine gebaut? Ja, da musst du mal bei Wikipedia mal gucken. Also ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Nein, sowas weiß ich nicht. Ich bin kein Experte für Maschinen, sondern nur für das Produkt, was in die Maschine reinkommt. Ja, aber das muss 20. Jahrhundert sein, ne? Das war nicht like in 1890, oder? Ja, wenn man, Dampfmaschine? Na, es gibt ja so, es gibt ja diese italienischen Cafeteras und so, die auf den Herd gestellt werden. Und ich denke, das ist auch eine Art von Maschine, weil sie natürlich mit Dampfdruck Kaffee produziert, ne? Alright. Aber diese like Cappuccino-Maschinen, Sie sehen, das kann immer ich in den 20er Jahren bestimmt. Ja, so ungefähr. So, auch denn es muss gewesen sein, dass die Number one Kaffee Land ist Italien.
Ja. Oder was? Ja, das wird immer noch mit Kaffee in Verbindung gebracht, aber zumindest mit Espresso. Ich finde auch, dass für Espresso-Kaffee das immer noch das Land ist, ja, wo der beste Espresso. Da gibt's auch, ja, ich war erstaunt, dass jetzt auf die Edam, Eigenbusseldamm, ist eine neue Rösterei aufgemacht, heißt East Roast. Mhm. Der ist mit keine orientalischen Kaffeesorten. Was ist denn der Unterschied zwischen East und West? Naja, ich denke, das sind einmal die Zubereitungsarten, so, dass man, ich würde mal so behaupten, weil sie machen das also traditionell, in so, wenn die auf, wird das aufgekocht, wie man es auch beim Griechen bekommt, ja, oder auch beim Türken, glaube ich, auch ist manchmal, das oder im Vietnam oder auch. Wie ist das? Ja, das ist schon relativ stark, weil der Kaffee auch in der Regel stärker ist. Und die Zubereitung ist halt wie Espresso, das ist halt sehr, ja, kräftig dann meistens. Ne? Ja, ich finde auch ganz schön strange, wenn ich bin nach Deutschland gekommen vor vielen Jahren, wenn wir da eine Tasse Kaffee haben, es war eine Tasse Kaffee, zwei Stück Sugar und ein Kaffee-Cream von, ja, Bärenmarke oder so. Ne? Und heute, du kriegst laktosefrei, furzfrei, alles frei. Und findest du das wirklich, Sojamilch, ihr weiß nur das Ganze. Ist das wirklich, muss das sein? Naja, ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die eine Laktoseintoleranz haben, wie laktosefreie Milch verkauft wird zum Beispiel. Und ich finde auch, das Sojamilch ist ja, naja, das ist von der Produktion her auch nicht so ganz klar. Ich glaube nicht, dass man das braucht. Ich glaube, wenn man Milch, ich meine, eine Milchunverträglichkeit hat. Passt das wirklich zu Kaffee? Du weißt, ich finde, das ist unnatürlich. Na, ich finde, das ist Geschmackssache. Also ich glaube, wenn du nach Italien fährst, wirst du es wahrscheinlich nicht kriegen. Du kriegst einen gebackt, oder? Aber heutzutage ist ja so, Kaffee ist ja ganz modern. Auch Hafermilch zum Beispiel. Ja. Und das kann man mögen, muss man aber nicht, weil der Kaffee immer so ein bisschen auch nach Hafer dann schmeckt. Ja. Ich finde es überflüssig, aber ich habe auch keine Unverträglichkeit. Ja, okay. Also, aber diese Unverträglichkeiten waren da vor 20 Jahren. Es war nie keine vor dich, dass du brauchst aktive Scheißen zu gehen. Ja, weißt du, ist so. Ja. Aber das ist etwas anderes. Was in der Kaffee ist, da gibt es Kaffee, du kaufst dann bei einem Supermarkt, ist ganz billig. Und da gibt es andere Arten der Kaffee, das ist ganz teuer. Ja. Was ist eigentlich Fairpreis? Was ist der wirklich. Das Monopoly, oder wie heißt das? Was? Du meinst, wo ist der Preis, den man bezahlen müsste für fairen Kaffee? Ja. Naja, das ist, ich sag's mal andersrum. Die Leute würden, glaube ich, für fair gehandelten oder direkt gehandelten Kaffee den Preis nicht bezahlen, die wenigsten. Weil der ist mit dem im Supermarkt zum Beispiel schon mal nicht vergleichbar. Also die Qualität ist auch nicht vergleichbar. Und die Qualität ist natürlich auch nicht vergleichbar. Die Qualität, das eine hat mir erstmal mit dem anderen nichts zu tun, weil, sondern das eine ist ja ein wirtschaftlicher Aspekt und das andere ist ein ökologischer Aspekt oder auch ein Aspekt des Anbaus. Es gibt ja bei Wein auch große Unterschiede, ja, okay, das ist ein bisschen ähnlich. Und wenn du siehst, like Starbucks, worldwide, haben die eine gute Kaffee oder ist das schlechte Kaffee? Na, die Kaffeequalität ist, das ist ja industriell hergestellter Kaffee und die haben sogar ihre eigenen Plantagen, wo sie ihren eigenen Kaffee anbauen und produzieren. Ja. Jetzt nicht zu fairen Bedingungen, nicht unbedingt, weil es ist ja eine wirtschaftlich wichtige Firma, so wie McDonald's zum Beispiel. Und ich glaube, dass ja, der Kaffee, der muss ja auch überall gleich schmecken auf der Welt. Du kannst ja nach Korea fahren oder nach Norwegen oder nach Dubai. Überall in jedem Starbucks schmeckt der Kaffee immer gleich. Und das heißt, es kann eigentlich gar nicht so gut sein von der Qualität, weil er ja nicht unterschiedliche Geschmäcker hat. Du weißt, was, es war total komisch, wenn ich war zu Hause und ich war in Starbucks in Cardiff. Wenn du fragst für einen Kaffee-Creamer, du kriegst einen Soup-Bowl auf heißes Wasser und einmal Espresso da drin.
Und die Engländer würden niemals das 2 Pfund ausgeben für eine kleine Tasse Kaffee. Naja. Das ist das komische Ding. Die denken, das Qualität ist in der Größe. Ne? Ja, die Qualität liegt in der Menge. Das stimmt natürlich ganz und gar nicht. Ganz und gar nichts. Und hast du ein Lieblings, wenn du für deine Rösterei und so weiter, hast du ein Lieblingsland, wo du sagst, das Land ist der best Kaffee? Ja, ich finde Kaffee aus Afrika finde ich sehr interessant. Der ist meistens sehr klar und sehr fruchtig, ist immer sehr aromatisch, kommt auch sehr gute Qualität her. Kaffee aus Kenia oder aus Äthiopien trinke ich persönlich sehr gerne. Aber da geht das dann schon los, weil das ist ja auch Geschmackssache, ne? Ganz oft. Manche mögen es ein bisschen leichter oder ein bisschen mehr. Ja, ich finde das auch, das ist ein richtiger Riesenwahn geworden. Ja, und genau. Ich finde das auch, dass die Jugend sind interessiert, das ganze Baristerei, ihr weißt, ne? Aber ich muss zugeben, ich habe immer geguckt früher, wie machen wir das wunderbare Ding on the top. Ja. Ich habe immer geguckt. Und du machst das mit dem Stab, ne? Es ist einfach so. Mit der, du kennst das drauf auf eine Tasse Kaffee, wo das Creamer ist drauf und die machen. Das ist nicht hier mit feinen Kunst, oder? Ja, es gibt so Latte Art Wettbewerbe und da unterscheidet man schon. Also es gibt Leute die, oder Barista, die gießen das tatsächlich, die können das gießen. Aber es gibt auch dann Barista, die machen beides. Die arbeiten dann mit so einem kleinen Stäbchen und machen dann so Muster und so. Finde ich auch völlig legitim. Aber dadurch schmeckt es sich besser. Und ich bin da sehr, das muss auch nicht sein. Ich glaube, in die 24 Grad heißt das, hat auch eine der Rösterei, der als Weltmeister oder sowas geworden. Ja, das kann sein. So gut bin ich da jetzt nicht im Thema, was meine Kollegen angeht. Aber okay. Und was ist denn für dich ein faires Preis einzukaufen? Einzukaufen. Du weißt, was ist ein normaler Preis? Du weißt, ist Verkauf, wenn du gehst irgendwo hin, 5 Euro für ein halbes Pfund Kaffee, ist das gerecht? Oder? Nein, auf gar keinen Fall. Man muss das noch mal so ein bisschen anders sehen. Wenn du in den Supermarkt gehst, ne, und da kannst du einen Pfund Kaffee kaufen, es gibt manchmal auch so Angebote, da kostet ein Pfund Kaffee 3,99 Euro. Ein Pfund. Das heißt, das Kilo kostet 8 Euro. Dafür kann man keine gute Qualität und das ist kein fairer Preis. Weil man muss zum Beispiel bedenken, dass man ja in Deutschland auch Kaffeeröststeuer bezahlen muss für das Kilo. Das heißt, man zieht dann mal 2 Euro ab von diesen 8 Euro, dann ist dann der geröstete Kaffee nur noch 6 Euro und dann muss man die Verpackung und den Transport, das muss man alles runterrechnen und dann bleibt eigentlich für so ein rohes Produkt im Einkauf nur noch vielleicht 1 Euro oder 1,50 Euro übrig, vermute ich mal, ich weiß nicht so ganz genau. Und dafür kann man keinen guten Kaffee produzieren und vor allen Dingen auch keine Bauern bezahlen. Ne? Ja, das ist wie Primark im Grunde genommen. Ja, genau, so ähnlich kann man sagen. Und was glaubst du denn ist der nächste Plateau vom Kaffee? Was gibt's bald? Gibt's etwas, muss auf den Markt gehen, oder wenn du gehst zu einer von deinen Messers oder so, was gibt's da? Eine neue Flavors? Das ist auch eine Sache für mich. Wie diese ganzen Flavors da. Du trinkst keinen Kaffee mit 2 Tonnen Vanille drin oder sowas, weil es ist nur Sugar, ne? Ja, brauchst du ja eigentlich nicht, wenn der Kaffee für sich schon so gut schmeckt, dass man auch gar keinen Zucker mehr braucht. Das ist ein bisschen vergleichbar mit Tee. Ja. Dann ist das mit dem Flavor, würde das nur, und auch mit Milch, dann würde das nur verfälschen. Und modern ist im Moment natürlich Filterkaffee, also mit der Hand aufzubrühen, das ist total in. Und so wie früher eigentlich. Ne? Ja, es ist also wieder modern. Milk in eine kleine Filtertüte oder was? Genau. Und das ist in. Und also diese ganze Latte Art und das ist natürlich auch alles total in, das will jeder zu Hause machen und so. Aber ich glaube, das vergeht wieder. Ja, ich war letztes Wochenende in einem neuen Apartment auf Schwarze Bär und die hat eine andere Art, Latte gibt's gar nichts, it's called a flat white.
like, da gibt es diese tausende Namen. Mhm. Ich weiß, wenn ich kann erinnern, wenn Frühstück im Zentrum war, it was like from Cappuccino to Milchkaffee. Ja, genau. Und auf einmal kommt Latte, ich habe mich immer verrückt gemacht, zu bedienen. Ich weiß, und all these crazy names. Ne? Ja, ich bin da, ich brauche auch nur einen ganz normalen gebrühten Kaffee oder ich trinke einen guten Cappuccino. Aber ich weiß natürlich auch, dass die Leute wollen das heute. Die wollen Flat White, doppelten Espresso, Macchiato, Latte Macchiato, geflavored. Mhm. Und die wollen das. Und ich bin ja auch, ich habe einen Kaffee. Machst du eine Schulung oder sowas? Nee, das mache ich nicht. Du machst keine Schulung? Nein. Oder sowas? Das ist mir zu... zu hart. Ja. Okay, Rikos, dann ich wünsche dir viel Spaß mit deiner Ausstellung und danke schön mit der Schulung über Kaffee und wo ist der beste Kaffee. Und es ist interessant zu wissen, dass wirklich du kaufst einen Pfund Kaffee und im Grunde genommen du hast für 99 Cent der Reste da drin. Ja, kann man sich selber ausrechnen, ne? Ich wusste gar nichts von der Steuer und so weiter und so fort. Ja, na, die bezahle ich auch, ne? Aber mein Kaffee ist halt im Einkauf schon so teuer, das kommt dann eben dann immer drauf. Und wenn ich das an meine Kunden weitergeben würde, das würden die zum größten Teil nicht verstehen. Also mein Kaffee kostet ja schon im Kilo im Verkauf 30 Euro. Ist schon relativ viel. Ja, wie eine Flasche Champagner. Ja, ist aber auch, schmeckt auch manchmal so gut. Dann vielen Dank, mein Freund. Ja. Und das war Rikos Aschermann. Und vergesst nicht, hier bei der Scope Gallery in der Rocherstraße. Rocherstraße, genau. So ist alles da drauf. Und hier ist Caroline Harkes Candy zu sehen. Ich war da. Es ist ein ganz schöner Ausstellungsraum. Es ist wirklich für eine Stunde, du kannst da hingehen. Ja, wenn ich da bin, reicht es für eine Stunde. Es reicht für eine Stunde. Okay, Rikos. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Stück für heute von Compass 13 und von dem neuen Album Selbstbild. Und das Stück heißt Was die Zeitungs erzählt. Oh, was in der Zeitung steht, Entschuldigung. Und es hoffentlich, du hast einen guten Abend und wir sehen uns im Dezember mit einer Christmas Special. So, ciao for now, as they say in Landau. Auf dem Weg Gefühle, die zerreißen können und die Frage, wie es so geht. Der Kaffee macht nicht wach, die Musik ist auch nicht das, was sie mal war, bevor die Zeit sich verändert hat. Ich steh links, ich steh rechts, ich guck hoch mit dem Kopf im Sturm. Mir, es ist echt schon egal, was die Zeitung erzählt, wer mich wirklich versteht und am nächsten Morgen gleichen Weg mit mir geht. Mir, es ist echt schon egal, was die Zeitung erzählt, wer mich wirklich versteht und am nächsten Morgen den gleichen Weg mit mir geht. Lass mir doch mal Zeit, um mich selbst zu finden, endlich dort anzukommen, wo ich längst bin. Alles brennt in mir, entfernt sich weit von mir. Alles, was ich war, lass ich hinter mir. Ich steh links, ich steh rechts, ich guck hoch
mit dem Kopf im Sturm. Mir ist es sich schon egal, was die Zeitung erzählt, wer mich wirklich versteht und am nächsten Morgen gleichen Weg mit mir geht. Mir ist es sich schon egal, was die Zeitung erzählt, wer mich wirklich versteht und am nächsten Morgen gleichen Weg mit mir geht. Egal ob Tage, Monate oder ein Jahr, in meinem ganzen Leben war mir die Antwort noch nie so klar. Ja, mir ist es echt schon egal, was die Zeitung erzählt, wer mich wirklich versteht und am nächsten Morgen gleichen Weg mit mir geht.